So. Achtung und los geht's. Dann sage ich mal einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen im Gasthaus zum rollenden Würfel und zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Mittlerweile die 14. Folge. Ihr wisst, bei uns in unserem Gasthaus-Podcast reden wir über alle möglichen Rollenspielgeschichten, hauptsächlich natürlich über DSA und geben reichlich Rollenspieltipps. So auch in dieser Folge. Allerdings wird es ein bisschen anders werden, denn in dieser Folge machen wir ein bisschen, ich sag mal, Werbung in eigener Sache. Wir werden über Gasthaus, Rollenspielecken und Gasthaus-Tools reden. Das ist besonders witzig für all jene, die diesen Podcast über Spotify oder iTunes hören, denn ihr hört uns ja nur und seht nicht viel. Deswegen sei euch vor allen Dingen gesagt, wir werden in diesem Podcast als erstes über den Rollenspielbereich in unserem Discord reden und danach über das Wiki. Das heißt, es kann sein, dass ihr vor allen Dingen dann beim Wiki jetzt nicht so viel sehen werdet, weil ihr den Browser nicht sehen könnt, aber vielleicht hört ihr einfach zu und vernehmt so ein bisschen im Hinterkopf, was es alles für Möglichkeiten gibt im Gasthaus. Und dazu habe ich mir natürlich zwei Experten wieder reingeholt ins Gasthaus. Ja, der erste kann es schon kaum erwarten. Sven, aka The Real Brinben. Herzlich willkommen, Sven. Hallo, schön hier zu sein. Ja, lang nicht mehr zusammen gestreamt, ne? Auf jeden Fall. Und diesmal Ja. scheint es auch besser zu laufen. Auf jeden Fall flüssiger, ne? Ja. Es ist viel passiert innerhalb der einen. Zwei Nächte. Ich Ja. habe geschwitzt, um diesen Stream hier flüssig am Laufen zu kriegen. Ja. Und siehst du auch schon im Chat, Sven, du wirst gefeiert. Ja, ich merke das schon. Oh mein Gott. Sehr Hallo alle cool. zusammen. Ja, Sven, du bist ja Discord-Rollenspielbereich-Experte bei uns. Deswegen bist du hier, Sven. Du Ach, musst das deswegen jetzt bin ich sagen. hier. Ach, Ja, deswegen, ah. genau. Das hätte ich vorher sagen können. Na, mit dir Ich möchte dachte, ich. es geht ums Plinze machen. Ah, oh, stimmt. Das ist dann nächste Folge, ja? Nächste Da geht es Folge. ums Essen. Genau. Nein, jetzt reden wir natürlich über den Rollenspielbereich, denn viele Leute kennen diesen Bereich gar nicht so richtig, was ich sehr schade finde, denn es passiert unglaublich viel. Oh Sven, ja. leg mal Genau. los. Was ist Alles es? klar. Womit hat es damit auf sich? Ja, das Gasthaus-Rollenspiel ist tatsächlich eher ein Text-Rollenspiel bei uns im Discord-Server. Und das hat sich ziemlich weiterentwickelt so mit der Zeit. Das war am Anfang, haben wir einfach bloß so Tavern-Talk gemacht, also so alltägliches, als ob wir in Aventurien wären, in dem Gasthaus zum rollenden Würfel und ein paar Leute, die sich dort getroffen haben, haben miteinander über Gott und die Welt geredet. Also es war am Anfang alles ziemlich harmlos gewesen. Da sind mal welche Eier kaufen gegangen, haben dann gesagt, hey, wir kochen hier was, wir setzen uns an den Tisch, spielen mal eine Runde oder unterhalten uns über Abenteuer, die unsere Helden mal irgendwann erlebt haben. Und ja, das war am Anfang, wie gesagt, recht harmlos noch gewesen. Und vielleicht hin wieder hat mal jemand so eine Art Kurzabenteuer gemacht, indem er gesagt hat, hey, hier, wir gehen durch ein geheimes Portal und sind jetzt auch immer in einem Vulkan drin. Da war man dann mal einen Nachmittag drin, da ist man wieder rausgegangen und dann war gut. Aber dann kam der Tag, an dem ein gewisser Mann ins Gasthaus trat und das war, oder besser gesagt, ein Spielzeug, das war Tedderick. Tedderick von Plüsch. Und der hatte so einen Begleiter dabei, der ist Frederick, das war dann der Mensch dazu, der ihm hinterhergelaufen ist. Und der hat angefangen, selbstgeschriebene Abenteuer bei uns im Discord reinzuschreiben und hat dann immer irgendwelche mutigen Helden aufgefordert, da mitzumachen. Und es ist dann irgendwann so dermaßen ausgeartet, dass mehrere Leute schon angefangen haben, Abenteuer zu schreiben und dann zu versuchen, da die Helden im Discord dazu zu führen, Abenteuer da drin als Textabenteuer zu vollbringen. Dass dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen ist, als dann das Ganze ein bisschen ausgesondert wurde. Und jetzt mittlerweile haben wir einen komplett eigenen Rollenspielbereich, der sich in verschiedene Bereiche aufsplittet, nämlich,
das schwarze Brett, das Gasthaus, also wenn man direkt im Gasthaus ist. Dann gibt es noch den Abenteuerkeller, da ist dieses geheime Portal, von dem ich gerade gesprochen habe. Es gibt vor der Tür, also wenn man direkt vor der Tür vom Gasthaus erst spielen möchte oder in Nostria Stadt, kann man direkt reingehen. Man hat noch zusätzlich dann direkt in diesem Bereich eine Würfelkammer. Da hat sich der Saladok rangesetzt und hat verschiedene den Würfelbot, sag ich mal so, perfektioniert, dass man da bloß noch seine Werte eingeben muss und dann rechnet der, also der würfelt und rechnet dir aus, wie viele Qualitätsstufen du hast. Und das macht das Spielen unglaublich angenehm. Da großes Lob nochmal an Saladok und vielen, vielen Dank. Und genau. Und da hat sich dann halt das so entwickelt, dass sich die, die rollenspielfreudig sind, das waren am Anfang nicht viele gewesen, also als es erstmal so rausgesondert wurde, es war ja vorher immer so spontanes Spielen gewesen, ja, dass man einfach mal angefangen hat, über irgendwas zu sprechen und dann hat sich vielleicht dann daraus ein kleines Mini-Abenteuer, meinetwegen auch bloß ein Gespräch entwickelt. Ja, genau. Da sitzt das Würfel zu sehen, ne? Als es dann so ausgesondert wurde, da haben sich dann nicht mehr so viele reingetraut, weil sie dann dachten, naja, jetzt muss ich hier dauerhaft spielen oder sowas. Das ist gar nicht wahr. Man kann da jederzeit dazukommen und braucht da auch keine Scheu zu haben. Wenn man bloß einen Tag drin ist oder nicht, das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, man kann auch einfach trotzdem, der Tavern Talk ist immer noch möglich, dass man einfach bloß so mit sich mit den Leuten unterhält. Aber es ist halt auch jederzeit möglich, dass man da an spontanen kleinen Abenteuern teilnimmt, die sich jemand entweder spontan ausdenkt oder vorher natürlich Vorbereitungen dafür geschaffen hat. Ja. Hin und wieder kommt es auch vor, dass man sagt, okay, kommt, wir treffen uns jetzt zu der und der Zeit und dann machen wir etwas, was ich vorgefertigt habe. Aber das kommt jetzt nicht so häufig vor. Meistens kommt man dann spontan da rein. Genau. Also nochmal, um so ein bisschen so für jemand, der das noch nie gemacht hat oder beziehungsweise der jetzt neu auf unseren Discord-Server kommt, ne? Der sieht ja erstmal diesen Bereich hier, Gasthaus Roleplay Server, und dann, wie sollte er oder sie am besten jetzt vorgehen, wenn sie sagt, ey, sie hat irgendwie Lust auf Rollenspiel. Wie startet man eigentlich? Genau. Wir haben da jetzt ein bisschen an dem Rollenspielteil ein bisschen rumgewerkelt und haben jetzt da ein Bitte lies mich zuerst oder bitte zuerst lesen Channel reingemacht. Da habe ich jetzt mal reingeschrieben, wie man sich so normalerweise bei diesem Textrollenspiel verhält. Ja, also man bringt da seinen Charakter rein, man braucht da wirklich überhaupt keine Scheu haben. Am besten entweder ins Gasthaus reinkommen oder meinetwegen auch vor die Tür. Da kann man ja sagen, mein Held XY sieht so und so aus, schreibt man den kurz und tritt ins Gasthaus ein. So, und dann kann er sich mal umgucken. Und dann wird er schon früher oder später definitiv von irgendjemandem angeschrieben, der dann darauf eingeht, dass jemand gerade frisch reingekommen ist. Ja? Da braucht man auch keine Angst haben, falls man jetzt nicht weiß, naja, ich weiß ja nicht, was passiert. Das ist ja wie im realen Leben. Wenn du da frisch in so ein Gasthaus reinkommst, weißt du ja auch nicht, was vorher da passiert ist. Ob da vielleicht ein Dämon unterm Dachboden haust oder ein geheimes Portal im Keller ist. Also das kannst du auch nicht sagen, wenn du in ein x-beliebiges Restaurant reingehst, ob da irgendwas ist. Das musst du erst von den Leuten erfahren und da sind alle sehr freundlich und höflich und werden dich anschreiben. Und wie gesagt, bei Bitlies mich zuerst siehst du auch, wie man die Dinge halt beschreibt. Wenn man zum Beispiel diesen Sternchen vorsetzt, dann kann man Sachen schräg schreiben. Das sind meistens die Dinge, die man tut. Oder wenn man halt normal drauf losschreibt oder Anführungsstriche hinsetzt, dann ist das, was man sagt. Und in Klammern ist man das, sagt man das, was man immer out of character, also OOC, beziehungsweise außerhalb seiner Rolle dann sagen oder kommentieren möchte. Verstehe. Genau. Verstehe. Richtig. Und gibt es noch Platz im Schankraum? Es gibt immer Platz im Schankraum. Also wenn man ins Gasthaus reinkommt, das ist ja quasi jetzt der Schankraumbereich, stehen ganz viele Tische bereit. Im Moment ist da sowieso ein kleines Abenteuer am Laufen, dass da nicht so viele NPCs sind. Da müsste man vielleicht mal reinhören oder reinlesen. Und
man kann da jederzeit reinkommen. Also es, auch bis jetzt muss ich sagen, hält sich das in Grenzen, dass man da irgendwie durcheinander kommt oder zu viel geschrieben wird. Dadurch, dass man auch die Unping-Funktion benutzen kann, dann kann man sagen, okay, dieser Text ist jetzt explizit für dich. Mhm. Ja, dann sagt man, hey, ich möchte jetzt direkt mit Brinban sprechen. Dann markiert man den und schreibt seinen Text rein und dann kann man direkt mit demjenigen reden. Und dann verliert man auch nicht den Fluss in dem Gespräch jetzt, selbst wenn welche dazwischen was geschrieben haben sollten. Ah, okay. Genau. Also sprich, reinkommen. Ich habe jetzt, es ist Donnerstagabend und ich habe Lust jetzt mit Zamino eine Runde Rollenspiel zu betreiben. Jetzt ist aber meine Jungs hier, sind sonst wo in die alle Himmelsrichtung verstreut. Dann gehe ich hier auf den Server, gehe einfach in das Gasthaus und dann schreibe ich hier als Zamino, also schreibe ich richtig so nach dem Motto, die Tür geht auf und ein gut aussehender, aranischer Mann betritt den Raum. Und dann rede ich in wörtlicher Rede so, lege ich dann einfach los sozusagen. Ne? Richtig, genau. Und ich meine, Zamino kommt ja wirklich rein und wird dann wahrscheinlich sagen, gucken, ob beim Wirt vielleicht auch mal anfragen, hey, kann ich hier vielleicht eine kleine Münze mir verdienen durch Vorhersagen und so weiter und so fort. Und dann wird der Wirt weil der viel offener ist als die Leute in Orkenbach, wird er natürlich sagen, ja klar, komm, zeig mal, was du kannst. Und dann beschreibst du halt, wie du dein Schauspieler machst. Und ganz ehrlich, sowohl der Wirt als auch sein Angestellter, nämlich, er hat nämlich einen Angestellten bei sich, das ist nämlich der Brin. Ach. Frag mich nicht, wer sich das ausgedacht hat. Jedenfalls, das war Torwolf gewesen, genau. Der Angestellte, die haben schon so viel miterlebt und so viel gesehen, weil die Leute irgendwelche Abenteuer da reingebracht haben. Unglaublich vieles ist da schon geschehen. Die schockt das nicht mehr, die bewundern bloß noch. Und sagen, ach ja, das kenne ich schon. Und genau. Wie, sag mal, wie ist denn das so mit so NPCs? Also jetzt der Wirt oder der Brin, steuert irgendjemand, also meistert jemand den Bereich? Mhm. Oder steuert jeder einfach die NPCs? Tatsächlich, das ist eine Besonderheit an dem Text-PNP. Im Prinzip bist du jederzeit gleichzeitig Spieler als auch Meister. Also es ist im Prinzip noch eine höhere Version von eurer Staffel 2. Ja? Mhm. Ihr seid es gleichzeitig, jederzeit. Im Prinzip kannst du jederzeit bestimmte Sachen beschreiben, vielleicht am Anfang erstmal ein bisschen gucken, weil wenn man gleich den versucht, in die Rolle des Wirtes reinzuschlüpfen, man kennt ihn aber gar nicht, so von der Art her, wie er normalerweise reagiert, ja, vielleicht mal vorher ein bisschen gucken, vor allem der Wirt und Brin werden eigentlich immer bloß von den Alteingesessenen gespielt, ja, die dann darauf reagieren, aber dann wird dann immer geschrieben Wirt, Doppelpunkt, und dann ist es das, was der Wirt tut und sagt. Bei Brin ist es im Prinzip genau das Gleiche. Brin ist im Moment das Mädchen für alles. Der ist halt dafür zuständig, dass der Zuber warm ist, dass Essen eingekauft wird, dass jemand in der Küche steht und was fertig macht. Falls der Wirt in der Küche steht, ist er dafür verantwortlich, dass der Schankraum ordentlich gemacht wird und so weiter und so fort. Es steht auch immer eine kleine Charakterbeschreibung zu den beiden dort. Das findet man dann beim schwarzen Brett, glaube ich. Oder ja, irgendwo findet man es auf jeden Fall. Ja? Genau. Man kann jederzeit ansprechen, einer von den Alteingesessenen wird da definitiv reinschlüpfen. Das ist meistens dann entweder ich oder Torwolf. Die beiden machen das immer gerne. Und wenn ich jetzt, ich schreibe jetzt mit Zamino im Schankraum, ich quatsche da ein bisschen mit Gästen, die da sind und jetzt werde ich aber unterbrochen, muss irgendwas machen und kann jetzt aber einfach nicht weiterschreiben. Ist es schlecht? Oder ist es bei so Chats anders, also so, wird kontinuierlich gespielt, wird zu einer bestimmten Uhrzeit gespielt, kann man immer spielen oder wie ist das? Jetzt verstehe ich jetzt deine Frage. Okay, das ist auch eine Besonderheit beim Chat. Es gibt einmal die Möglichkeit, sagen wir mal, du hast jetzt mit jemandem ein Abenteuer zu laufen oder so, ja, ist es halt so, dass du sagen kannst, okay, heute kann ich nicht mehr. Es ist mir jetzt schon zu spät, 23 Uhr, ich muss morgen früh raus. Alles klar, dann unterbricht man halt einfach an der Stelle. Und wenn man das nächste Mal Zeit hat, schreibt man an der Stelle weiter. Ja? Mhm. Wenn man, im Gasthaus gerade sitzt und ein bisschen mit den Leuten sich unterhält, kann man auch einfach sagen, ja, mein Charakter, der geht jetzt halt zum Wirt, holt sich einen Schlüssel und geht ins Bett. Gute Nacht, Leute. Ich bin müde, ich leg mich jetzt hin. Und dann ist der dann quasi raus. Also man kann auch sagen, hey, ich leg mich jetzt hier auf den Boden und schlafe eine Runde. Oder nicke vom Kamin ein
irgendwas so in der Richtung. Ja, das ist alles halt möglich. Ja. Vor dem Kamin ist ja immer sehr gemütlich. Ja, genau. Und da ist man jetzt nicht gezwungen, ständig zu irgendeiner Zeit da zu sein. Du kannst jederzeit einfach reinkommen. Es gibt sogar Spieler, die sind manchmal drin, hauen zwei Sätze raus und gehen dann wieder. Also, das ist dann auch nicht schlimm. Ja, vielleicht machen sich dann mal Leute kurz drüber lustig, dass er kurz mal da war und dann schon wieder weg. Aber ansonsten ist es halt nicht schlimm. Und der Vorteil ist halt auch, du kannst halt jederzeit nachlesen, was geschehen ist. Falls die anderen noch weiterspielen wollen, kannst du ja noch lesen, bist dann immer noch up to date. Ja. Und weißt dann immer noch, was vielleicht in der Situation geschehen ist. Weil vielleicht dein Charakter ja wirklich noch da gesessen hat und du bloß gesagt hast, naja, ich lese das jetzt alles nach, mein Charakter bleibt jetzt einfach mal hier sitzen. Ja, und da kannst du halt jederzeit nachlesen. Brauchst halt nicht wie beim Abenteuer per Webcam jederzeit da neben sitzen und musst dann zuhören und sitzt schon auf 7:30. Sondern kannst dann halt einfach nachlesen, was bis dahin geschehen ist. Erspart auch spätere Erklärungen, was so geschehen ist. Und warum gibt es so viele Räume eigentlich? Da? Ja, wenn jetzt alle in einem Raum schreiben würden, würde es extrem unübersichtlich werden. Und deswegen haben wir uns gedacht, zu den Situationen passend, die es so gibt in der Nähe des Gasthauses. Es war ja am Anfang wesentlich kleiner gewesen. Da war ja bloß das Gasthaus gewesen vor der Tür und der Abenteuerkeller. Das hat sich ja mit der Zeit immer erweitert, weil wenn du jetzt vor die Tür gehst, ist es unpassend, wenn du dann irgendwo hinreist oder so. Ja? Oder wenn du im Gasthaus was schreiben möchtest, bist aber eigentlich auf deinem Zimmer, dann ist es blöd, wenn sich zwei in ihrem Zimmer unterhalten und der Rest unten an einem Tisch sitzt und da Halligalli macht. Und deswegen haben wir uns entschieden, die Sachen ein bisschen aufzusplitten. Und da ist aber auch eine kleine Erklärung dazu, um was es sich dabei genau handelt. Genau, da haben wir auch in letzter Zeit erweitert. Und es ist noch aufbaufähig. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir ständig neue Kanäle reinbringen, weil das wird sonst irgendwann unübersichtlich und vielleicht liegen dann manche Kanäle brach. Weil zum Beispiel der Dachboden, das ist ein alteingesessener Kanal. Mhm. Ja, aber der wird jetzt nicht so oft benutzt. Weil was will man auf dem Dachboden, ne? Na, Sachen abstellen. Richtig, genau. Ich gehe mal hoch, stelle mal meine Sachen ab. Und dann ich parke mein Pad hier. Genau. Genau. Ich stelle mein Pferd dorthin. Genau. Ja. Ah. Genau. Und sag mal, ihr spielt ja jetzt schon echt eine Weile, oder? Also, ja. Wie viel? Ein Jahr oder wie länger? Es ist schwer zu sagen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, wann das abgesplittet wurde. Spielen tun wir, wie gesagt, schon im Prinzip seit den frühesten Zeiten vom Discord. Da hat man sich halt dann immer so einen Jux rausgemacht, indem man mal kurz in irgendeine Rolle reingeschlüpft ist und dann irgendwas geschrieben hat. Und das wurde dann irgendwann immer mehr und so. Und ich könnte jetzt nicht sagen, wann wir da abgesondert wurden aus dem Rest. Weil der ist ja auch ein Grund, wenn jemand Neues dazukommt in den Discord-Server und dann erstmal irgendwelche Leute liest, die da Rollenspiel machen, waren die auch wahrscheinlich total abgeschreckt und deswegen wurden wir dann halt umsortiert, die gerne Rollenspiel machen wollen. Damit dann nicht mal. Das Einzige, was übrig geblieben ist davon, sind zwei Dinge von früher. Das erste ist, dass jeder Neuankömmling immer einen Knat bekommt und eine persönliche Begrüßung von einem Discord-Mitglied. Ja. Und halt die Sonntagsblinze. Die werden immer noch verteilt. Ja, dazu gibt es mittlerweile auch übrigens einen lustigen Bot. Ach ja, stimmt. Genau, da war Sala wieder fleißig. Richtig, genau. Sowieso, das ist eine sehr schöne Tradition bei uns auf dem Discord-Server, dass es immer jemand gibt, der Neuankömmlinge ganz wundervoll begrüßt in Rollenspielmanier. Das finde ich sehr schön und das wird auch immer erhalten bleiben. Beziehungsweise, es ist ja auch nicht schlimm, mal so ein paar Sätze in Rollenspielmanier zu wechseln, solange nicht andere Leute gestört werden. Ne? Früher war das ja teilweise so, dass da wirklich sehr viel Text lange Zeit im Schankraum war und dann konnte man natürlich sich kaum noch mit anderen Dingen da unterhalten, gleichzeitig sozusagen. Deswegen machte das natürlich schon Sinn, das auszulagern, aber wenn jetzt nur zwei, drei Sachen hin und her geworfen werden, ist das alles, alles bei uns jetzt nicht so wild. Ne? Genau. Ich habe mir nochmal Gedanken gemacht, was sind eigentlich die Vorteile gegenüber dem Text Pen and Paper und dem vielleicht so Live Pen and Paper. Also was mir jetzt besonders aufgefallen ist, ist halt einmal, man verhaspelt sich weniger, weil man beim Schreiben das schon merkt, vielleicht schreibe ich das ein bisschen anders um. Also man schreibt bewusster, als man letztendlich spricht und dadurch auch insgesamt höflicher. Und habe ich so das Gefühl, also der Umgang untereinander ist eigentlich bis jetzt durchgehend höflich gewesen. Und
Ja, sowohl der Meister als auch der Spieler haben halt mehr Zeit zum Überlegen, wie sie die Situation am besten beschreiben oder worauf sie hinaus wollen. Der Nachteil ist, es dauert halt länger. Also, ob ich jetzt eine Szene beschreibe, wie jemand durch die Stadt geht und zum Fischstand geht, um dort mit der Fischerin zu spielen, ob ich das jetzt schreibe, das dauert bestimmt eine halbe, dreiviertel Stunde. Gesprochen bin ich dann 5 bis 10 Minuten fertig. Ja. Das ist halt so ein ziemlicher Nachteil. Aber es stört uns nicht. Weil, wie gesagt, man kann es ja auch immer jederzeit dann wenigstens nachlesen. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass es einfacher ist oder die Hemmschwelle ist niedriger, einfach mal einen Kommentar dazu zu schreiben. Und das kann manchmal ein bisschen aus der Situation rausziehen. Ja. Ja. Und sag mal, wie ist denn das mit Abenteuern? Ne? Ihr seid ja da nicht nur da, um euch als Rollenspieler zu unterhalten, sondern ihr wollt ja auch Abenteuer erleben, oder? Ja, aber Heiko, das ist halt dieses Ding, dieses als Abenteurer sich unterhalten, habe ich das Gefühl, ist im Text, Pen and Paper wesentlich einfacher als im Pen and Paper. Weil man da weiß man, jetzt ist ein Abenteuer und ich möchte dieses Ziel verfolgen. Und da möchte ich nicht mit meiner Hexe darüber reden, wie schrecklich doch ihre Vergangenheit war. Ja. Nee, verstehe ich total. Und also ich finde es ja toll, dass es beides gibt, aber ich frage mich nur, wie das mit den Abenteuern die Abenteuer, ist. Genau, die Abenteuer sind oftmals spontan. Also was ich vorhin gesagt habe, Tederik und Frederik, die haben damals richtig krasse Abenteuer reingesetzt. Da geht es oftmals um Dämonen und Namenlose und also was der alles ins Gasthaus reingeschmissen hat, der hat von mir einen Charakter total geprägt. Der kommt nicht mehr klar auf seine Welt jetzt. der hat schon mal ein richtig langes vorbereitetes Abenteuer. Ich glaube, das haben wir über 3 oder 4 Runden gespielt. Da sind wir in so eine Art Dämonenlimbus reingeraten. Und da hat sich immer der Tag immer und immer wiederholt. Also wir haben immer und immer wieder dieselben 24 Stunden erlebt aus der Vergangenheit. Und das hat er halt alles übers Text, Pen and Paper gemacht. Und das ist schon echt heftig gewesen. Das war eins der wenigen wirklich vorher geplanten. Da hat er alles für vorbereitet. Und dann auch wir im Gasthaus haben uns vorbereitet darauf, im Gasthaus als Charaktere, ja, was wir alles mitnehmen wollen und hast nicht gesehen. Und dann die restlichen Abenteuer sind oftmals einfach spontan. Da kommt einer rein und sagt, oh du, ich habe hier ein Problem. Ah ja, komm, ich helfe dir mal dabei. Und auf einmal merkt man, oh je, da ist ein riesen Rattenschwanz hinten dran. Und wir haben schon Kriege zwischen Nostria und Andergast verhindert. Davon hat nie einer was mitbekommen. Wir haben, einen Riesenkraken abgewehrt. Es ist schon ziemlich viel geschehen. Also cool. Die Helden sind fleißig. Wir haben da verhindert, dass die Königin von Rattenpilzen infiziert wurde und all so ein Zeug. Wow, okay. Also ist ja echt eine Menge passiert. Kann man denn auch, wenn man sagt jetzt, ich bin Meister, ich habe eine Hobbygruppe hier und ich will eigentlich mal ein Abenteuer testen, bevor ich das mit meiner Gruppe spiele. Ich will jetzt mal, ich suche Rollenspieler und kann ich dann in diesen Rollenspielbereich gehen und mal ein Abenteuer faktisch anstoßen und sagen, hey, wer hat Bock, hier jetzt mal die Königin vor Rattenpilzen zu schützen oder so? Genau. Das kann man sehr einfach machen. Man kann mich zum Beispiel anschreiben. Ich bin jetzt mehr oder minder so ein bisschen verantwortlich dafür. Und da haben wir dieses schwarze Brett. Und dieses schwarze Brett, da sind nicht nur nähere Informationen, da steht auch drin, was im Moment so abgeht in der Welt von dem Gasthaus zum Rollenden Würfel, Discord, Server, Roleplay-Bereich. Langes Wort. da werde ich auch ohne Probleme, da kann man mir einfach so eine Art Gilden, es gibt unsere Gasthausgilde, die sucht nach Abenteuern und die schreibt halt auch die Probleme aus. Ja? Und dann kann man halt das da reinsetzen und dann können sich die Leute dafür melden, die da gerne mitmachen wollen. Das erfährt dann natürlich der Spielleiter, der das machen möchte. Und dann kann man sich einen Termin einfach ausmachen, was wahrscheinlich mehrere Termine sein werden. Wie gesagt, das dauert halt alles ein bisschen länger, wenn man es schreibt. Und da kann man sich zusammensetzen und anfangen zu schreiben. Und dann wird es höchstwahrscheinlich darauf hinauslaufen, entweder man macht es in den aventurischen Landen, dem Kanal, oder wenn jemand unbedingt was ganz Spezielles haben möchte, würde ich auch einen neuen Kanal aufmachen und dann kann man da loslegen. Wenn man sagt, ich gehe jetzt aber in eine Feenglobule, da passt nichts davon, dann mache ich einen neuen Kanal auf, Feenglobule,
und dann kann er da anfangen zu spielen. Okay. Ja, genau, cool. Das ist kein Problem. Ehrlich gesagt recht einfach an, ne? Ja. Ich, ich frage mich, gibt es eigentlich schon Fragen aus der Community im Chat oder so an Sven zum Sachen Rollenspielbereich, dass wir, weil ich möchte gern auch so langsam mal zu Fragen und Antworten an dich übergehen. Denn wir haben ja auch viel vor, du weißt. Ja, ja. Zweite Hälfte, genau. Weiß nicht, ansonsten, also wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, ihr erreicht ja Sven, ihr wisst ja, wo ihr ihn findet. Das ist ja das Tolle. Genau. Ne? Könnt ihr da ja auch ihn direkt anschreiben auf dem Discord-Server. Mhm. Ja. Jederzeit. Genau, weil ich weiß nicht, ich glaube, es war jetzt gerade keine Frage weiter. Wahrscheinlich sind alles Rollenspiel-Fans sowieso da, ne? Ja, genau. Also, ich kann nur sagen, kommt gern dazu und habt keine Scheu. Ihr könnt auch mich jederzeit anschreiben, wie ihr das am besten macht oder so, falls euch das nicht genau beschrieben oder nicht genau genug beschrieben ist in dem ersten Kanal. Wir sind da freudig dabei, neue Leute dazu zu holen, zumal sich auch lohnt. Wir haben da alles Mögliche, nicht nur spannende Abenteuer, wir haben auch schon Emotionen gehabt. Von Wut bis Liebe ist da alles dabei. Oder Verzweiflung oder Wahnsinn. Danke übrigens nochmal an Tedrick und Frederik an der Stelle. es hat auch viele Vorteile, wie zum Beispiel, wenn du zu schüchtern für die Webcam bist, komm einfach dazu. Weil du musst, da kannst deinen Charakter einfach so beschreiben, wie du möchtest. Mhm. Du bist zum Beispiel ja eine schöne Frau mit perfekten Konturen und möchtest aber jetzt unbedingt einen hässlichen, großen Mann ohne Nase spielen, dann kannst du ihn einfach reinsetzen. Kein Scheu. Das kannst alles sein, was du willst. Genau. Schön, sehr schön. Ja, Sven, du, ich glaube, es sind jetzt keine Fragen weiter aufgetaucht. Ist nicht schlimm. Dann, ich glaube, die schreiben sich einfach alle privat an. Also, das ist einfach, ja, ich merke, ja, es poppt schon die ganze Zeit bei mir auf. Ja. ja gut, Sven, dann sage ich herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Arbeit. Ich finde es großartig, dass du und auch alle anderen, die ihr gemeinsam im Rollenspielbereich so aktiv seid, was ihr da zaubert und macht, ist sehr toll. Ich wünschte, ich hätte Zeit, mich da auch mit einzubringen. Aber ich finde es auf jeden Fall jedenfalls großartig. Auf jeden Fall. Also vielen, vielen Dank dafür, Sven. Ja. Genau. Und dann kommen wir doch auch gleich schon zum nächsten Experten des heutigen Abends, dem Marcel. Und da schalte ich hier mal um. Da ist er nämlich schon. Hallo Marcel. Hallo. Sei gegrüßt. Hallo. Musstest du jetzt lange, lange warten, aber das Warten hat sich gelohnt, ist jetzt vorbei. Denn jetzt möchte ich mit dir über ein weiteres Projekt aus dem Gasthaus sprechen, nämlich unserem Wiki. Und Marcel, du bist ja auch bekannt als Herr Marder bei uns, als dein Nickname für alle, die jetzt fragen, wer ist Marcel? Du hast einfach auch Ahnung von unserem Gasthaus-Wiki, ne? Deswegen wollte ich gerne mal mit dir heute quatschen. Ich bin da irgendwie so reingeschlittert. Naja, wir haben Leute gesucht, die Bock haben. Und wir haben wundervolle Menschen wie dich gefunden. Also das stimmt. Es kam zu dir, weißt du? Das ist so ein bisschen Schicksal. Und das Wiki ist nicht so schnelllebig wie der Discord. Da kann man ein bisschen langsamer. Das stimmt, ja. aber trotzdem gibt es eine Menge auch zu erzählen über das Wiki. Deswegen schalte ich jetzt auch mal rüber, dass man das Wiki auch hier sehen kann. Warte, man muss ja überhaupt erstmal hier das Fenster auch öffnen. Genau, so. Und da haben wir das Wiki. Ich gehe auch einfach mal direkt auf die Startseite, die ich hier witzigerweise nicht aufgemacht habe. So, das ist die Startseite. Marcel, jo, genau. Erzähl mal, was ist das Wiki? Was machen wir hier eigentlich? Genau, das Wiki, Wiki kennt man ja theoretisch, findet man im Normalfall alle möglichen Informationen zu allen möglichen Themen und hier in dem Fall halt spezifisch zum Gasthausprojekt. Also sei es Informationen zu den beiden Hauptstaffeln, Nostia erhebt sich und jetzt natürlich die Sternensplitter-Kampagne. Aber man findet natürlich auch weitere Projekte wie die Podcasts sind dort aufgelistet,
weiß gar nicht, ich glaube, fast alle Videos sind irgendwo da verlinkt oder könnten verlinkt werden, sage ich es mal so. Ist natürlich auch immer so ein bisschen Aufwand, das danach zu pflegen. Genau, das ist so der eine Teil. Also man findet eigentlich fast jedes Video, was man bei YouTube findet, nochmal schön kategorisiert und gruppiert, sage ich mal, dort wieder. Man findet Informationen zu allen möglichen Helden und NPCs, die in den ganzen Staffeln vorgekommen sind. Ja, genau, zu den NPCs, den Helden, zu den Orten, zu allen möglichen Drum und Dran, so Fun Fact wissen, wie, keine Ahnung, wie viele Folgen hat die erste Staffel und wie viel Zeit dauert das, die mal von Anfang bis Ende quasi durchzugucken am Stück. Genau. Das kann man dort alles nachlesen. Ich klicke mal hier gerade auf die Staffel 2 mal exemplarisch. Ne? Das ist die Sternsplitter-Kampagne. Da sieht man hier in der Mitte jetzt gerade die Spieler und kriegt Informationen über die, wenn man draufklickt, aber auch die Handlungsorte. Da klicke ich jetzt mal stellvertretend auf Orkenbach. Da finden sich also überall so ein bisschen so Hintergrundinformationen, wenn sie denn eingetragen wurden. Genau. muss man und, auch immer dazu sagen. Es braucht ja, fleißige Menschen, die das eintragen. Ja, genau, es gibt fleißige Menschen, die das eintragen. Auch wenn ich vielleicht jetzt hier der Wiki-Experte bin, ich bin, glaube ich, einer, der mit am wenigsten Inhalt auch geschrieben hat. Also es gibt genug Leute, die sich da schon ausgetobt haben. Ich habe dann so nette Sachen gebastelt wie, wie bekommt man diese schicke Infobox rechts zum Beispiel, wo jetzt auch das Bild von Orkenbach ist, wie bekommt man das ja, möglichst einfach hin, aber das auch immer gleich aussieht und immer hübsch ist. Also dass man sich keine Gedanken machen muss, dass das irgendwie kompliziert wäre oder genau, dass es halt irgendwie auch immer passt vom Stil her. Da habe ich im Hintergrund viele Sachen gewerkelt und genau, viel Inhalt kam schon aus der Community und darf auch gerne mehr werden. Ja, absolut, absolut. Jetzt sehe ich gerade, wir verdecken ja gerade mal so ein bisschen was. Ich schiebe mal meine Kamera rüber. Dann sieht man auch ein bisschen du verdeckst mehr hier. Du verdeckst ich das Alter Oscar. Vom Aslife. Ja, stimmt. Nee, so Boxen. Also du bist zum Beispiel verantwortlich für solche Boxen, die man da oben sieht und so. Das ist halt echt cool, weil ich kenne mich mit solchen Sachen überhaupt nicht aus. Deswegen freue ich mich sehr, dass es so Experten wie dich gibt, die sowas können. Um das Wiki hier zu bereichern, natürlich. Ne? Und das Schöne ist ja auch, also wenn ihr mal was nachlesen wollt über Charaktere oder so, dann findet ihr ja hier genügend Informationen, um die Charaktere auch für eure Runden verwenden zu können, wenn ihr wollt. Ne? Ich habe gerade schon überlegt, ihr habt ja eben schon darüber geredet, dass man seine Helden oder Charaktere allgemein vorstellen kann, wenn man sie im Discord quasi nutzt. Das wäre hier natürlich auch für die langfristige Dokumentation, sag ich mal, auch eine gute Idee. Wir haben so einen Community-Tab, auf den man, auf den du vielleicht mal gehen kannst. Dort hat auch jeder die Möglichkeit, sich selbst und seine Helden ja, zu verewigen, sag ich mal. Dass vielleicht jemand anders die mal spielen kann oder dass man sich vielleicht Inspiration holen kann von anderen Leuten aus der Community, was man vielleicht für NSCs mal bei sich auch einbauen kann. Genau, oder ja, man kann natürlich auch so ein Alekin bei sich mal reinholen. Das war jetzt nicht auf der Community-Liste aufgelistet, aber genau, also da kann man sich so ein bisschen austoben und verewigen. Genau. Genau, das ist ja eigentlich, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst, denn diese Community-Seite, die ist noch recht leer, wie ihr sehen könnt. Und da ist echt der Aufruf an euch da draußen, wenn ihr Lust habt, wenn ihr euch als Teil des Gasthauses fühlt, fühlt euch dazu eingeladen, euch hier zu verewigen als Stammgast, sogar mit eurem Namen, wenn ihr wollt, aber auch mit vor allen Dingen auch mit eurem Helden, der hier spielt. Und gerade auch jetzt hier in der Mitte des Fensters, direkt über mir in der Tabelle, die haben wir erst relativ neu angelegt, da könnt ihr eure Helden auflisten und verlinken und damit auch quasi anderen als NPCs oder Inspirationen zur Verfügung stellen. Dass, wenn man jetzt sagen würde, ich habe jetzt hier zum Beispiel Fiolin mal mit verlinkt, weil ich natürlich das auch toll finde, wenn sie in anderen Abenteuern von euch auftaucht oder so, habe ich so einige Sachen schon eingetragen. Ich bin noch nicht ganz fertig, weil ich die Geschichte noch nicht, habe ich noch nicht fertig. Aber hier unten sieht man schon Vorteile, Nachteile, Sonderfertigkeiten und so ein Gedöns. Also da kann man echt eine Menge sich auch rausziehen. Wenn man jetzt sagt, okay, ich möchte eine Mabu-Priesterin spielen oder so, wie ist denn Fiolin angelegt?
oder so ein bisschen Inspiration sucht für eine Geschichte. Also wenn ich jetzt Meister bin und ich suche irgendwie einen NPC, um den ich irgendeine Geschichte drumherum spinnen kann, kann man sich ja auch ganz wunderbar Inspirationen holen sozusagen. Genau, Deswegen ist ja. natürlich schade, dass dieser Community-Tab ist noch ein bisschen leer, aber hoffentlich wird sich das bald ändern. Da passt wunderbar die Frage vom Thorwanger Wolf zu. Kann ich meinen Helden auf dem Wiki mit dem dazugehörigen Bild reinstellen? Und ich würde sagen, ja klar, das geht. Und Heiko, wir können das doch eben einmal schnell durchspielen, wie einfach das ist, einen Helden anzulegen und wie einfach es ist, auch zur Not noch ein Bild hinzuzufügen. Absolut. Da sei natürlich ganz am Anfang die allerwichtigste Disclaimer vorweggenommen, der ist auch hier ganz unten. Schiebe ich mich mal wieder mit der Kamera rüber. Ihr müsst euch bewusst sein, wenn ihr irgendwas im Wiki tut, dass das, was ihr eintippt, Creative Commons by NC4 nennt man das, quasi, also das ist quasi Creative Commons ist, was ihr da reinstellt, dass das für die Allgemeinheit zur Verfügung gestellt wird. Sozusagen. Also wenn jemand sagen will, ich habe mir jetzt super spannende Backstory XY ausgedacht für meinen Helden und den will ich später nutzen, um meine eigene Fantasy-Enzyklopädie zu bauen, dann solltet ihr dieses vielleicht nicht ins Wiki stellen. Wenn ihr aber sagt, ja, es ist eine coole Story, kann aber gerne auch andere Leute verwenden, solange es Creative Commons ist natürlich, dann seid ihr natürlich eingeladen, das hier zu benutzen. Ja. Und das Gleiche Genau. gilt natürlich auch mit Bildern. Wenn ihr jetzt euren Helden reinladet und den mit einem Bild, mit einem Foto verseht, braucht ihr natürlich die Rechte an dem Bild erstmal. Sonst dürft ihr die nämlich gar nicht hier hochladen. Und dann müsst ihr euch natürlich auch bewusst sein, dass wenn ihr das Bild hochladet, dass diese Rechte, ihr könnt auswählen, entweder Creative Commons ist oder nur fürs Gasthaus quasi Ja, freigegeben ist. genau. Ne? Das so viel Genau. vorweg, dass da keine Missverständnisse entstehen. Und wenn ihr das trotzdem cool findet und trotzdem Bock drauf habt, das einzutragen, dann bist jetzt du gefragt, Marcel. Was machen wir denn jetzt, wenn ich jetzt meinen Helden einbauen will? Genau, das mit dem Bild hochladen kann man vor oder hinterher machen. Das kann man dann einfügen, wenn man soweit ist. Ich würde sagen, wir legen erstmal die Seite an, um den Helden anzustellen. Und damit wir diese schönen Infoboxen haben, klick doch am besten links in der Navigation mal auf Vorlagen. Das findest du unter dem Punkt Nützliches, unter den ganzen Kampagnen. Genau. Ja, ich markiere es mal am Rand. Da findet man ganz viele Vorlagen. Ich kann ja mal draufklicken. Da hast du nämlich eine Menge Vorarbeit schon geleistet. Genau, da gibt So. es verschiedene Vorlagen, sei es für Ortschaften, für Helden, für NSCs, für Folgen. Also wenn man kann, für die Folgen gibt es verschiedene Vorlagen, weil die so ein paar automatisierte Funktionen im Hintergrund noch haben, die wir vielleicht gleich zum Schluss dann nochmal durchspielen können. Genau. Held und NSC, die sind fast gleich. Der größte Unterschied ist, dass die Helden, die waren mal gedacht für sowas wie Orasilas, Alekin, also quasi die Gasthaus-Spielerhelden. Da gibt es dann so Funktionen wie, dass man ein Vorstellungsvideo verlinken kann. Muss man halt nicht angeben, ist da in der Vorlage gleich mit drin. Aber ansonsten können wir die auch einfach jetzt nutzen und lassen das Feld Machen gleich wir. einfach leer. Das heißt, wenn du Heldin klickst, dann bekommst du so einen Copy-Paste, ja, Codeblock, sage ich einfach mal. Und den können wir einfach komplett übernehmen. Beziehungsweise, damit man so ein bisschen ja, die Informationen, die man zu den Helden sammelt, ja, ein bisschen gleich hat oder man so ein bisschen Inspiration hat, was kann man vielleicht zu dem Helden schreiben, gibt es darunter so ein paar Überschriftspunkte, die man mitkopieren kann, wie Vorteile, Nachteile, Aussehen, ja, so ein bisschen. Ja, nicht unbedingt fluff außenrum, auch viel, ja, quasi so ein Auszug auf den Charakterbogen, sage ich mal, wenn man von dieser Richtung guckt. Genau, wenn du es ganz einfach kopierst, Genau, also einfach dann nur können als wir das gleich Vorlage, nutzen. damit es halbwegs gleich bleibt, sozusagen. Genau. Genau. Ja, ich habe es jetzt mal kopiert und jetzt, was mache ich jetzt? Am besten fügen wir den auch in dieser Community-Seite hinzu. Das heißt, wenn du auf die nochmal zurückgehst, hast du oben in der Menüleiste einen Punkt, wo Bearbeiten steht. Beziehungsweise du kannst auch die Ja, Tabelle direkt ich versuche das bearbeiten, mal hier dass er in zu dem markieren.
steht nochmal, so ein Bearbeiten-Button. Das Problem ist, ich sehe ja Genau, da ganz zeitverzögert, ganz wenn du da oben. was machst. Dann müsstest du mir entweder Bescheid Ja. geben, wenn du fertig bist, oder ich muss kurz warten, bis ich sehe, was du getan hast. Ah, okay. Ja, dann Genau. versuche ich es ein bisschen mehr zu verbalisieren, weil es ja natürlich auch für unsere iTunes- und Spotify-Zuhörer natürlich wichtig ist. Da oben gibt es einen Genau. Bearbeiten-Button. Ich habe ihn versucht zu markieren, weil ihr meinen Mauszeiger nicht seht. Ich klicke jetzt mal auf Bearbeiten. Da sei auch euch gesagt da draußen, keine Angst, ihr könnt nichts kaputt machen, denn ihr seht auch neben Bearbeiten gleich den Button Versionsgeschichte. Und da kann Dazu man vielleicht faktisch zu alten Versionen zurückkehren. witziger Fun Fact: Ich musste diese Funktion gestern nutzen, weil wir beide uns gestern was überschrieben haben, Heiko, Ah. bei unseren Tests. Wobei das eigentlich auch nicht passieren kann. Also selbst wenn so ein Charakter wird jetzt wahrscheinlich hier nur eine Person bearbeiten. Aber wenn doch mal zwei Leute an derselben Datei, sag ich mal, schreiben, kriegt man, wenn man speichert, spätestens eine Warnung von wegen hier, die Datei oder die Seite wurde schon bearbeitet. Sie sieht jetzt wie folgt aus und deine Änderungen waren folgende. Also man kann da auch nie was dran kaputt machen, wenn zwei Leute was dran schreiben und zur Not genau diese History, die du schon gesagt hast, auf die man zur Not wieder zurückgreifen kann. Genau. Genau. Ihr könnt also nicht wirklich was kaputt machen. Keine Angst. Genau. So, ich bin jetzt hier wieder im Bearbeiten-Modus. Und ich bin jetzt hier Genau. runtergescrollt zu der Tabelle. Na? Ju. Der Genau, und was mache normale ich jetzt? Word-User wird sich jetzt wird verwundert sein, wie schrecklich diese Notation aussieht, aber theoretisch hat man oben in dieser Menüleiste für sowas wie Fett, Kursiv und Links hat man auch diese ja, Quick-Buttons, sag ich mal. Um jetzt aber in dieser Tabelle eine Zeile hinzuzufügen, ist es am einfachsten meistens, man kopiert sich eine Zeile, also von vorne mit diesem, ja, Ja, mit diesen komischen Zeichen, senkrechten ne? Strich. Einfach, ja. Genau. Und ganz wichtig ist auch immer diese Zeile mit diesem senkrechten Strich Minus. Das ist quasi, ja, wenn man sich vorstellt, diese Trennlinie zwischen den einzelnen Zeilen, die muss man halt einmal mitkopieren. Die muss halt immer quasi über und unter einer Zeile sein. Genau. Okay, Oder? ich habe es jetzt mal kopiert. So, Genau, jetzt fügst brauche das ich einen einfach irgendwo Namen. zwischen ein. Ja, gib mir mal im Chat, schreib mir mal einen Namen. Welchen Helden wollen wir jetzt anlegen? Und am besten was Kreativeres als ein Alrik. Wenn das nicht so anspruchsvoll ist. Genau. Du kannst ja schon mal bei. Brimmel. Ja, Genau. Pass Brimmel auf, wollte Alrik vorschlagen, ja. Profession lege ich jetzt Deichbauer fest. So. Genau, Hesindian. Jawohl. man sieht ja schon, wenn Heiko hat ja jetzt zum Beispiel Heiko in diesen doppelten eckigen Klammern, daraus macht das Wiki immer einen Link zu einer Seite, die dann Heiko heißen würde. Oder bei Zwerg würde man auf eine Zwergenseite kommen. Und bei gewissen Informationen, wie zum Beispiel Mensch, das ist ja, also ein Mensch definieren wir ja nicht bei uns im Gasthaus-Wiki, da kommt man dann auf das offizielle Aventuria-Wiki. Genau. Also sowas Ja. kriegen wir zum Beispiel überhaupt nicht doppelt oder so. Nee. Sindian. Also ich habe jetzt mal Okay. Hesindian Holzgabel hier eingetragen. Ne? Genau. Wunderschön. Und Und bevor du speichern klickst, ja. Ja. ach sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Nee, nee, mach mal, mach mal. Was mache ich, bevor ich auf Speichern klicke? genau. Also man kann, unten sieht man jetzt so eine Zusammenfassung, da könntest du so was schreiben wie, du hast den Helden Hesindian hinzugefügt oder du hast einen Rechtschreibfehler behoben. Das macht es manchmal in diesem Verlauf einfacher zu sehen, was passiert ist. Ist natürlich optional, das bleibt jedem offen. Also wenn ich jetzt einen Rechtschreibfehler bearbeiten würde, würde ich das jetzt nicht unbedingt hinschreiben. Ja. Aber manchmal ist es halt leichter dann zu sehen in dieser Übersichtsseite, was ist passiert. Ja. Aber ganz optional. Und wenn man sich nicht sicher ist, ob das, was jetzt geschrieben wurde, auch passt oder gut aussieht. Man hat jetzt Angst, die Tabelle kaputt zu machen. Dann klickt man unten auf Vorschau anzeigen und dann sieht man quasi die gerenderte Version. Kannst du ja vielleicht einmal machen. Dann sehen wir Genau. auch, dass theoretisch auch dieser Held noch nicht existiert und diese Seite dann rot, also der Link ist dann rot im Wiki und das heißt, diese Seite gibt es noch nicht. Genau, und die Tabelle ist noch heile. Ich würde sagen, wir können das speichern, wenn du zufrieden bist. Absolut. Also das kann ich auch nur jedem empfehlen. Klickt immer erst auf Vorschau anzeigen, denn also aus eigener Erfahrung kann ich sprechen. Es ist dann immer noch irgendwas zu korrigieren. Ja, Und ansonsten, ja.
Ja, gerade weil diese Schreibweise halt auch manchmal nicht so intuitiv ist. Also wenn man was fett schreiben möchte, klar, man kann dieses Tool oben nutzen, aber manchmal, ja, man kennt es, es wird dann nicht das fett, was man will, oder eine Überschrift sieht nicht so aus, wie man sie haben will. Ja, genau. Genau, deswegen klicke ich jetzt mal auf Änderung speichern. Und jetzt sieht man auch schön, wenn ich jetzt auf Versionsgeschichte gehe, habe ich hier jetzt ganz oben, bin ich jetzt quasi hier eingetragen. Und hier steht jetzt quasi Held hinzugefügt hinten in Klammern. Das ist das, was ich als Zusammenfassung da ja eingetragen habe. Und somit kann man dann durch die History gucken und weiß sehr schnell, was passiert ist. Deswegen, dazu Genau. gibt es diese Zusammenfassung sozusagen, ne? Halt, jetzt wollte ich Und wieder wenn auf einen gewisse Lesen Seiten klicken. extrem interessieren, wie zum Beispiel halt diese Übersichtsseite für die Staffeln oder so, man hat die bearbeitet, obwohl man kann die, glaube ich, auch so abonnieren, aber sobald man eine Seite bearbeitet hat, dann hat man sie immer abonniert und kriegt dann auch teilweise Update-E-Mails und so. Wenn einen die stören, kann man sie ausschalten. Ja, Vielleicht so ja. am Rande erwähnt. Nicht, dass man sich wundert, warum spammt einen das Wiki auf einmal zu. Ich finde das immer ganz praktisch, weil mich interessiert ja, was da passiert. Ich möchte ja zum Beispiel auch sehen, erstellt irgendjemand irgendwelche Seiten, die vielleicht gar nicht rechtens sind, sag ich mal, oder irgendwelche Bilder, die vielleicht nicht da sein dürfen. Genau. Ja. Und wenn wir Okay. jetzt diese So. Seite anlegen Wir wollen, haben dann ja klickst du einfach jetzt auf den. Genau. Oh, sorry, wir haben übelst Entschuldigung. Verzögerung Das gerade. ist, genau, das ist der Nachteil der Verzögerung. Entschuldigung. Wollte ich jetzt genau darauf Machen. hin. Also der Hesindian ist ja jetzt hier rot markiert. Das heißt, der Link funktioniert noch nicht. Da gibt es noch keine Seite, ne? Jetzt will ich aber, dass da eine Seite ist. Genau, einfach draufklicken. Okay. So, da. Ah, okay, da habe ich jetzt eine leere Seite, ne? Genau, Und und jetzt? wenn du jetzt noch das kopiert im Zwischenspeicher hast, einfach einfügen. Nein, habe ich nicht mehr. Ah, am warte, besten warte, machst du warte. mal im neuen Ich Tab die gehe. Vorlagen auf, dann. Ja, genau, warte. Machen wir hier nochmal Vorlagen. Bitte Es kam gerade scrollen die Sie Frage auf, jetzt. während du da nachguckst, kann ich Benachrichtigungen zu allen Seiten im Wiki bekommen oder muss ich einzeln abonnieren? Gute Frage, habe ich noch gar nicht geguckt. Seite, die nennt sich, glaube, letzte Änderung. Dort sieht man auf jeden Fall alle Änderungen, die waren. Die Seite müsste auch eigentlich jeder sehen. Aber ich glaube, alles partout abonnieren gibt es nicht. Und wenn viel passiert, dann hat man am Tag auch, keine Ahnung, 100 E-Mails. Ich glaube, das will man auch nicht. Also, dann macht es vielleicht mehr Sinn, wenn man einmal die Woche oder so sich diese letzte Änderungsseite anguckt. Genau. Aber es könnte man nochmal nachgucken. Okay. Genau, bist du soweit? Ich bin soweit. Ich habe jetzt diese Vorlage Juhu. hier eingefügt als Text. Das ist jetzt natürlich so leer. Ich klicke jetzt einfach mal auf Vorschau anzeigen, um mal zu gucken, was man da sieht. Und Sie sehen da oben schon mal dieses wunderschöne Kästchen. So, da So. ist noch nicht sehr, aber ich sehe Da ist den alles nur Codeblock noch. N-A. Ah, perfekt, genau. Hier sieht man schon wieder so ein bisschen Magie, an der ich herumgefuschelt habe. Man sieht hier zum Beispiel, dass man keine Eigenschaftswerte sieht, weil du noch keine eingetragen hast. Also die Tabelle oder diese Vorlage ist so ein bisschen schlau. Wenn du bestimmte Sachen nicht eingibst, dann erscheinen sie nicht. Also es ist jetzt zum Beispiel kein Platzhalter für ein Bild zu sehen, weil du kein Bild angegeben hast. Ah, sehr gut. Pass Genau. auf, ich trage jetzt mal Mut 10 ein und mache jetzt mal wieder Vorschau anzeigen. Und plupp, gibt es auf einmal hier diese Tabelle. Genau. Und so funktioniert das dann. Also man kann diese Vorlage nutzen, man muss sie nicht. Man kann auch die Sachen, die leer sind, halt einfach dann weglöschen. Das tut dem nicht weh. Genau, dann hat man da auch so eine Vorlage schon mal, was man auch Interessantes zu so einem Helden angeben kann. Also die Spezies, die Profession, den Geburtsort. Das sind ja alles Sachen, die nett sein können oder interessant sein können zu wissen, die aber ja optional sind, aber ja, umso mehr, umso lebendiger ist der Charakter. Und da hat man schon mal so eine Orientierung, die halt über alle Charaktere dann halt auch gleich ist. Ja, okay, sehr schön.
Gut, das heißt, man kann jetzt hier eigentlich auch wunderschön das alles mit Text füllen, wenn ihr da irgendwie euch nicht sicher seid oder so. Ihr habt hier oben unter dem, da gibt es so einen Schalter erweitert quasi. Da kriegt ihr so ein bisschen Formatierungshilfen, so Überschriften, aber auch so Stichpunkte. Also wenn ich jetzt bei Vorteile zum Beispiel Sternchen Gewalt, Sternchen Nervensäge, das nehme ich jetzt mal als Vorteil. Dann macht er einem zum Beispiel automatisch dann so ein Bullet Points Liste und so weiter. Also da kommt man, glaube ich, sehr, sehr schnell rein, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt hat, was denn so die Markierungen sind. Es ist echt nicht so kompliziert. Und ansonsten, wenn Fragen sind, bist du ja als Herr Marder sowieso immer ansprechbar, aber wir im Discord ja auch. Da gibt es sogar im Discord einen eigenen Raum für Wiki-Fragen. Jetzt haben wir den Bogen zum ersten Thema der Folge wieder gespannt, ne? Also, Wow. wir kommen aus dem Discord mit Rollenspiel und Helden. Wie können wir die Helden eventuell verewigen? In dem Fall jetzt im Wiki, der ganzen Community zur Verfügung stellen und kommen jetzt wieder quasi ins Discord zurück und bei Fragen entweder mich anschreiben im Discord oder halt im ja, Wiki-Channel. Und Sehr cool. weil das noch keiner Aber im Chat bemängelt hat, eigentlich ja. heißt das Wiki ja bei uns Wieg. Ach stimmt, ja, ich vergaß. Das ist so ein bisschen, das hat sich so eingebürgert, das Wieg. Ja, stimmt. Ach, beziehungsweise der Brimmel hat es gerade auch geschrieben. Ich weiß nicht, ob er schneller war oder ich. Jetzt kann ich die Verzögerung gerade nicht abschätzen. Genau. Genau, es kam die Frage auf, ob das Heldendokument selbstrechnend ist. Also, das ist kein vollständiges Heldendokument. Das sind halt einfach nur die Eigenschaftswerte und da wird nichts berechnet. Genau. Das ist einfach nur Muss eine man von Hand Tabelle eintragen. sozusagen. Genau. Genau. Ich finde es übrigens auch spannend. Ich habe es jetzt nicht nachgeguckt, habe ich jetzt nicht geschafft, aber man kann ja mal auch überlegen, ob Heldenbögen hochgeladen können. Allerdings muss man dabei dazu sagen, es ist immer wichtig, dass ihr die Rechte besitzt zu den Ja. Dokumenten, die ihr hochladet, ne, wie ich eingangs erwähnte. Und bei einem Heldendokument ist halt das Problem, dass da oft Grafiken eingebaut sind, halt so Hintergrundgrafiken, wie so ein Pergamentpapier oder was weiß ich. Ja. Und da besitzt natürlich dann die Grafikerin oder Grafiker halt die Rechte dran. Das heißt, wenn es die Möglichkeit irgendwann geben sollte, Heldendokumente hochzuladen, dann müsst ihr darauf achten, dass keine Bilder drin sind, sondern wirklich nur quasi, das sehr einfach gehalten ist. Wenn ihr zum Beispiel ein Optolith Ja. nutzt, dann kann man bei dem Optolith, wenn man das exportiert, eine quasi grafiklose Heldendokument ausspucken lassen und sowas ist dann sinnvoll. Ich sehe es so gerade beim Hochladen, ich glaube, PDF ist nicht erlaubt. Nee, glaube Ja. ich auch nicht. Wer diese Notation für so gewisse Automatisierung im Wiki nicht ganz so kompliziert, könnte man sich natürlich auch für alle Talente sich so ein selbstrechnendes Ding bauen mit Skillpunktverteilung und so. Aber also wenn da jemand Lust zu hat, ne, tut euch keinen Zwang an. Ihr könnt diese Vorlagen dafür gerne erstellen. Vielleicht habe ich auch irgendwann mal ganz viel Langeweile, aber also, dass diese Tabellen und so, diese ganzen Boxen, dass die schon so funktionieren, war teilweise schon Krampf, weil da sind teilweise so Sachen drin wie, Heiko hat die Seite schon zu, aber bei einem Held zum Beispiel, wenn man einen Spieler angibt, dann wird automatisch eine Verlinkung zum Beispiel zu diesem Spieler oder zu Spezien und so gemacht. Wenn man noch keinen angegeben hat, wenn man es angibt, dann wird das geprüft und dann wird das nicht doppelt gemacht und also da steckt so viel Magie hinter und da verliert man den Überblick und dann, ja. Aber vielleicht noch eine witzige Funktion, weiß nicht, ob du die zeigen willst, Heiko. Ja, Man erzähl. kann in dieser Folgenansicht zwischen den Folgen hin und her springen. Ja, stimmt. Warte mal, ich bin Das jetzt folgen wir mal. hier Staffel Das ist so ein ganz 1. kleines Gimmick. Ja. So, warte mal, ich gehe jetzt mal hier. Ach, guck Genau, mal. wenn du auf irgendeine Folge gehst. Weißt du, das ist einfach bei meinem Mac ein Problem, was Schriftartenproblem, denn selbst im Google Ah. Chrome macht er den Pfeil nicht. Das ist bei, ich sag mal, bei Windows-Nutzern ein bisschen optimaler. Wenn ihr ganz oben am Galgen, also über dem Video, seht ihr diesen Text am Galgen und bei mir seht ihr ein Viereck. Wenn ihr nicht Apple-User seid, dann seht ihr da aber ein wunderschönes Dreieck.
Und wenn man da draufklickt, hast du es geschafft, es so zu programmieren, dass man dann automatisch zur nächsten Folge kommt. Das finde ich echt sehr cool, solche Funktionen. Genau, das ist ein kleines Feature, das mir so viel Nerven gekostet hat. Sorry. Aber wenn jemand eine Idee hat, woran das mit dem, weil wie gesagt, die Notationen teilweise nicht so leicht sind. Aber wenn jemand eine Ahnung hat, wie man dieses Kästchen wegkriegt, schreibt mich gerne an. Eigentlich ist das ein ganz normales ASCII-Zeichen, was selbst so ein Apfel können sollte. Eigentlich. Ja, tja, man kann es nicht wissen, aber gut, da in dieses Themenfeld wollen wir jetzt nicht einsteigen. Ich möchte stattdessen noch was ganz anderes erzählen. Hier seht ihr nämlich gerade die Folge 2 aus Staffel 1 und da habe ich nämlich mal, als ich die Folgen mal wieder durchgeguckt habe, angefangen, Talentproben aufzuführen. Welche Proben denn gemacht wurden in der Folge? Und das sind auch so Sachen, die man vielleicht in der einen oder anderen Folge findet, wenn man hier ins Wiki guckt, was ich persönlich halt ganz spannend finde. Also zum einen zu gucken, okay, hier wurde jetzt eine Heilkunde-Wundenprobe gemacht und ich will vielleicht wissen, okay, wie mache ich das, wenn ich jetzt Meister bin? Ich bin Anfänger und ich will mal gucken. Und dann sehe ich, in Folge 2 sehe ich das. Und so kann ich hier direkt Folge 2 dann gleich gucken und so. Also es gibt viel, was man eintragen kann, wenn man möchte und sich Informationen rausziehen kann. Es braucht aber immer fleißige Helferlein, die das tun. Denn ihr seht zum Beispiel hier auch das lustige Szenen, Trivia, Reviews, es ist alles leer aktuell. Natürlich gibt es auch nicht in jeder Folge. Hast du dir eine schlechte Folge ausgesucht? Ja, stimmt. Ich brauche eigentlich mal. Es gibt andere, da ist es noch weniger eingetragen. Hier siehst du Folge 3 ist zum Beispiel gar nichts eingetragen. Vielleicht ich muss ich in Staffel 2 reinspringen. Oder genau, wollte gerade sagen, Staffel 2 waren sehr viele Leute oder einige Leute sehr fleißig. Da war ich sehr erstaunt. Also was da an manchen Folgen dran steht, Wahnsinn. Also gut ab. Da hatten einige Langeweile. Also da seht ihr schon, das Wiki ist nicht vollständig. Es gibt ein paar Lücken und da freuen wir uns natürlich sehr, wenn es Helferlein gibt, die Lust haben, die Lücken nach und nach ein bisschen zu füllen. Selbstverständlich wird es nie möglich sein, immer up-to-date zu sein, das Wiki. Das geht faktisch gar nicht. Aber es ist natürlich schön, wenn sich nach und nach mit der Zeit das Wiki immer mehr füllt und somit zu einem Nachschlagewerk für alle wird, die Inspirationen suchen, Inspirationen brauchen oder vielleicht auch irgendwie mal schnell was nachrecherchieren wollen oder so. Na, genau. Gut. Wir haben alles geschafft, was wir auf der Tagesordnung hatten. Ich frage mich noch, ob es irgendwelche Fragen noch gibt. Die Fragen haben wir, also beide Fragen wurden eigentlich bereits schon beantwortet. Dann würde ich sagen, wenn ihr jetzt im Chat auch nicht noch irgendeine Frage spontan habt, dann bedanke ich mich recht herzlich bei dir, Marcel, für die Vorstellung. Ja, gerne. Was ist so dein Projekt am Wiki? Woran bastelst du gerade? Oder was ist so, was willst du noch erreichen im Wiki? Also, woran ich heute so ein bisschen gebastelt habe, ich habe mal meinen Charakter vorhin mal so still und heimlich eingepflegt, aber da fehlen auch noch viele Sachen. Und ich habe leider keine Charakterzeichnung. aber das mit dem Charakterbogen hat mich eben schon so ein bisschen, auch wenn ich weiß, was für eine Arbeit das wird, irgendwie reizt mich der Gedanke schon, weil das könnte Spaß machen und nochmal so ein bisschen, wirklich alles aus einem rauskitzeln, weil wie gesagt, also ich bin Softwareentwickler von Beruf, aber diese Sprache vom Wiki, nee. Also da ist Basic angenehmer. Oder jede alte Programmiersprache ist angenehmer als Wiki. Also ich glaube für euch, wenn ihr ganz normal das Wiki mit Informationen füllt, ihr werdet, glaube ich, so gut wie gar nicht mit dieser Sprache in Kontakt kommen. Das ist jetzt nur für jemand wie dich, der so coole Funktionen im Wiki einbaut, wie das eben mit dem, dass man von Folge zu Folge springen kann oder dass man so eine Vorlagenfenster baut oder sowas, das ist natürlich dann special, sag ich mal. Ne? Genau. Ja. Sonst ist das eigentlich nur Fließtext. Genau, und dann halt hat man halt wie in Word so ein paar Funktionen, viel Fett, Kursiv, Überschriften, genau. Die kann man ja einfach so nutzen. Man muss nicht unbedingt wissen, dass Sternchen eine Liste ist, dass, keine Ahnung, mit diesen Gleicherzeichen, keine Ahnung, ein Gleicherzeichen vorne, hinten, Überschrift 1 und muss man nicht wissen. Ja. Da gibt es oben diese Menü. Ja, absolut. Wunderbar. Also, ich sage, Marcel, vielen, vielen Dank, dass du uns hier ein bisschen durchs Wiki geführt hast und ein bisschen Einblick geliefert hast heute Abend.
An euch da draußen der Aufruf, traut euch ins Wiki, ihr könnt nichts kaputt machen. Also es ist wirklich eigentlich ganz einfach. Und wir freuen uns natürlich, wenn wir da gemeinsam dran arbeiten können, das Wiki ein bisschen vervollständigen können, aber auch den Community-Tab füllen können mit Helden, mit euren Helden, mit Inspirationsquellen sozusagen. In diesem Sinne, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören heute Abend und natürlich auch bei unseren fleißigen Unterstützern, die ihr hier im Abspann seht, der gerade läuft. Vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch Ideen habt, Inspirationen, sei es fürs Wiki oder für den Discord, aber auch für den Podcast, könnt ihr es auch sehr gern einfach als Kommentar unter diesem Video schreiben. Ich lese mir das gern durch, gebe Feedback und sammle auch gern Feedback ein. Also habt ihr vielleicht eine Idee, was man mal als Podcast machen sollte? Traut euch, schreibt es und wir schauen mal, was wir tun können. In diesem Sinne, einen schönen Abend euch. Wir sehen uns dann zum nächsten DSA-Dienstag. Ciao.